Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Fire Emblem Three Houses. Wir haben ja, glaube ich, das letzte Mal alle Quests gemacht. Haben wir alle gemacht? Ich glaube, wir haben alle gemacht. Was ist das eigentlich? Monat, was ist das Obergeschoss? War ich da schon mal? Da müssen wir mal reinschauen. Scheiße, hier war ich wirklich noch nie. Wer ist da vorne? Wow. Ein Mönch. Eine heikle Situation. Oh ja, voll wichtig. Pilgrims from all corners of Fodlan have already started to gather in anticipation. I pray that you are able to nip this trouble in the bud as soon as possible. Welchen Ärger? Ach so, ja, stimmt. Ja, aber ist das wirklich ein Ärger? Ich bin gespannt, was da passiert eigentlich dann die Mission haben wir noch. Da. Hab ich meine Leute alle ausgerüstet? War das schon jetzt eigentlich die blämliche Schmiede frei? Halt, so geht's. Pinwand, war ja nichts mehr. Auf zur Bataillonsgilde. Ist euer aktuelles Bataillon stark genug? Nein, ist es fucking nicht, Alter. Ich hab's zweimal benutzt und zweimal war es daneben. Und ab da habe ich keinen Bock mehr, das zu benutzen. Ja, ich werde es später noch benutzen, aber ich meine halt bloß. Deswegen habe ich es im Kampf noch nicht mehr eingesetzt, weil... Ey, Alter, wenn du sowas zweimal einsetzt, ey, du... Da steht ein Typ dort mit ein paar Leuten und du hast eine ganze Armee, die du auf den schlägst und es ist daneben. Ich meine, was machen die? Rennen die vorbei? Oh, scheiße, zu weit gelaufen. Die Bremsen waren kaputt. What? I desired fresh air. Alter, dann hab keine so dämliche Schriftrolle über den Kopf, wenn du nicht wirst, dass ich dich anrede. Der Wind fühlt sich gut an. Das Schlachtfeld kann ein einsamer Ort sein, doch eine einzige Person sind Grenzen aufgelegt. Wollt ihr stärker und effizienter sein, solltet ihr die Bataillonsgilde besuchen. Mein Bataillon an der Seite hast du sicher einen Vorteil im Kampf. Sprich doch mal mit dem Bataillonsleiter. Okay. Hab ich zwar schon, aber... Mach ich's halt nochmal. So. Mach lieber die verdammte Schmiede auf. Ich habe keinen Bock mehr, ständig neue Waffen zu kaufen. Und das war's jetzt? Wow. Ernsthaft? Dafür habe ich jetzt eine Stahllanze bekommen. You can find various battalions that aren't affiliated with the Church of Seros. We're allowed to hire them if we so please. So you should familiarize yourself with the guild whenever you have the chance. Naturally, battalions lose endurance as they fight. If you visit the battalion guild in the market, you'll be able to replenish their endurance. Das kostet was? Wirst du mich? Eine Bataillon, dessen Ausdauer auf Null sinkt, zieht sich zurück und jetzt zieht der Einheit, der es zu gewissen sämtliche Vorteile, bis die Ausdauer des Bataillons bei der Bataillonsgilde wieder aufgefüllt wurde. Okay. What do you require? Wiederherstellen. Ich habe die einmal benutzt und... Was? Ich habe die doch nicht... Achso, ja. Oh Gott, 13 Gold bloß. So. Habe ich jetzt wieder... Achso, plus... Oh, 39 Gold, verdammt, wie kann ich mir das nur leisten? Anheuern. Er hat zwar schon eine, aber was haben wir da? Alter. Kaiserliche Ritter. Angriff, der manche Gelände des Zielgebiets in Brand setzt. Ich glaube, das mit dem Bataillon habe ich noch nie wirklich kapiert. Kann das sein? Mönche des Seros. Verbündete erhalten plus 5 Bewegung bis zum Ende des Zuges. Schneller Schritt. Halt die KP von Verbündeten ins Ziel gewählt. Alter, die wäre geil. Oh, warte, warte, was war da? Gruppenmagie, Feuer. Mit großer Expertise wirkt Feuermagie auf Gegner Reichweite 1 bis 2. Auf alle oder nur einen? Pegasus-Ritter. Angriff, für dich, der dich ein Feld zurückbewegt und einen benachbarten Gegner ein Feld nach vorne zieht. Okay. Was ist denn jetzt da für ein Problem? Ah, wahrscheinlich, weil ich erst auf Dozentenrang D bin, ne? Ah. Überkopf. Angriff der... Achso, ja, warte. Bei den anderen habe ich dann was anderes, ne? Ah ja, die hat ja bloß... Ding, die hat ja bloß D. Hm.
Shit, es gibt viel zu viel Zeug, Mann. Hä? Ach so, das sind zwei. Ritter des Seros. Kaiserliche Ritter. Kaiserliche Schützen. Verschießt Pfeile in das Zielgebiet. Effektiv gegen Flieger. Bogenschützen. Kaiserliche Magiekorps. Feuergegner, Faustkämpfer. Für Einzug bewegungsunfähig macht. Greift Gegner im Zielgebiet an. Machen wir da. Boah, fuck. Jetzt ist die Frage: Ist es sinnvoller, Bogenschützen mit Bogenschützen kombinieren oder ohne? Das sagt mir halt das Spiel momentan nicht, ne? Ach Gott, ich dachte, unten steht auch das Plus und was es Minus bringt. Minus 2 magischer Angriff. Ist bei einem Typ, der 0 hat, eh 0. Warte mal, da gehen wir auf unser Liebling, die Bernadette. Was? Hä? Warum? Das Autoritätslevel? Was ist ein Autoritätslevel? Das ist rechts. Ja, aber ich will. Na, warte mal, Zufallsschuss. Erfahrene Krieger greift gegen im Zielgebiet an. Plus 2 physischer Angriff. Überkopf. Kaiserliche Infanterie. Ja, ich will aber Schützen haben. Nee. Warte mal, bist du nur die Heilerin gewesen? Wir hatten geheilt. Halt, nee, war das eine andere Spacko? Der. Nein. Wo ist denn der? Da, die Schlafmütze war doch der Healer. Ja. Heilung 8, Treffer 100. Do you want to hire this battalion? Leave it all to us. Wie soll ich auch aufbauen, Alter? Dafür würde ich Baumeister machen. schneller Schritt. Verbündete erhalten 5-5 Bewegung bis zum Ende des Zuges. Das wäre halt geil, ne? Aber wem geben wir das? Ey, warte mal, ein Hubi. Hubi, der Hubert. Ja. Plus 5 Bewegung bis zum Ende ist schon geil. Okay. Farewell. Hey, warte mal. Entlass. Achso, okay. Ich hab jetzt das Anheuern war das zweite. Kaufen. Stahlschwert, Stahlaxt, Eisenschwert passt noch, Stahllanze passt. Übungsschwert bei ihm ist für den Arsch eigentlich, aber das passt schon nochmal. Stahlachs hält noch eine Runde, die hat noch zwei Bögen. Stahlschwert, Eisenschwert. Verkaufen. Habe ich irgendwas im Vorrat? Sind die Siegel, die brauche ich. Oh, warte, ich habe hier Gold. Oh. This one? Thank you. Ich bin begeistert. Da ist ja noch mal was. Goldbeutel. Thank you. Haha. Okay. Halt, warte, nee. Doch, kauf mir. Siegrecht. Oh, jetzt sehe ich erst. Kann ich eigentlich jedem ein Lederschild geben? Ein Schild aus Leder, einfach stabil. Schutz 2. Ich glaube, sie kriegt ein Eisenschild. Weil ich will ehrlich sein. This one? Thank you. Bei ihr ist das Problem, dass sie schnell Kohle verliert, sag ich schon. Schnell Ding verliert. Können wir ihn eigentlich. Können die Automaten. Haben die den automatischen Schild oder nicht? Das ist eine gute Frage, weil Stahllanze ist eigentlich auch zweihändig, ne? Einfach aber stabil. This one? Thank you. Sie braucht es nicht. Ich hab. Was habe ich bekommen? Eine Stahllanze, ne? Die kann dann sie haben, weil die will ja auch auf. Please come again. Auf eine Lanze gehen. Welcome. Jetzt im Schwertkampf. Eisenpanzerhände. Okay. Hab ich irgendwen? Er geht auch auf Nahkampf. Aber auf Nahkampf ist er auch nur D, ne? Mit der Achse ist er D+. Ja, wobei, geht aber eigentlich. Übungspanzerhände. Treffer 85, 80, 90. Reichweite 1, 1.
Kritisch 5-5. Kraft 1-3-0. Ja, komm, er kriegt jetzt einfach mal das. Keine Ahnung, was das großartig reißt. Miniaturbogen. Okay. Für das tägliche Training eignen. Achso, ja, Steilbogen. Oh, ist das erweitert worden? Streitkolben? Alter. Oh, Stahlachs hat Kraft 11. Wurfbeile sind auch nicht schlecht, ne? Was haben wir noch? Übungslanze, Langspeer. Auch für den Einsatz gegen entfernte stehende Gegner geeignet. Kraft 2. Reichweite 1 bis 2. Stahllanze nur 1. Das wäre... Wo ist er? Ferdinand, du bekommst noch einen Langspeer. Ja. Alter, ich hau jetzt schon mal die ganze Kohle aus. Was haben wir hier? Stahlschwert, Eisenschwert. Warte mal. Alter Junge, du brauchst noch ein gutes... Der kann gar kein Stahlschwert führen. Braucht D dafür. Er hat aber E. Ja komm, er kriegt wenigstens ein Eisenschwert. Wobei mir auch ein Eisenschwert von jemand anderen hätten nehmen können. Stahlpanzerhände sind Stahlbogen, Stahlspeer, Hammer für sie, Stahlschwert, Eisenschwert. Was ist mit ihr noch? Schwert mit D. D mit Axt. Könnte man doch die Wurfbeile nehmen, oder? Sie kriegt einen Wurfbeil. Okay, sie hat das normale Stahlschwert und ihr Zauber. Sie kriegt noch die Lanze, dann muss ich noch ausrüsten. Oder ein Speer. Panzerhände, Übungsschwert, Eisenschwert. Der hat dafür Magie noch. Der hat einen Langspeer und eine Stahllanze, Eisenschwert. Aber mehr Gewicht können sie wahrscheinlich auch weniger laufen, oder? Eisenlanze kann weg. Jetzt kommt wahrscheinlich der erste. Warum hast du das verkauft? Übungsschwert lassen wir behalten. Da. Okay. Jetzt müssen wir bloß kurz. Ja, es ist jetzt viel. Alter, ist das schon wieder 12 Minuten, was ich damit rumge. Hä? Achso, ja, Minus. Menü X, Einheiten. Nein. Gehen wir raus, ist das falsche Inventar. Items. Items. Stahllanze. Okay. Dann machen wir nochmal weiter. Halt, warte, Tag beenden ging. Nein. Achso, ja, L. Egal, los. Was ist das schon wieder? Aktion für diese Woche beginnen. Bitte wähle eine Methode. Ich bestimme selbst. Einzelaktion. Sie ist nicht so begeistert. Ja, sie ist unser Hau drauf, Alter. Sie braucht mehr. Warte mal, was sind Entwicklungsziele? Axt und Autorität. Motivation verbessert. Ach ja. Okay, so. Dann hätten wir noch die Bernadette. Die braucht Führung mehr. Sehr gut. Weil ich will dir ein verdammtes Bataillon geben. Wahrscheinlich kommt der erste. Das brauchst du gar nicht machen. Egal, mach ich trotzdem. Dorothy, D mit das, E mit dem. Warte mal. Das benutzt doch. Glaube, oder? Schwäche minus 2. Vernunft. Schwert und Vernunft. Alter. Everything went pretty well.
I appreciate. Und eins auf das da. Jetzt haben wir noch eins. Ja, wobei, da können wir ja noch eins machen, ne? Der Hubi. Komm, du kriegst noch was. Glaube hoch. Und das andere war Schwertkampf, ne? Das ist erst auf E. Tell me, am I- oh, war's auch schon. Gruppenaufgabe. Luftsicherheit. Da ist sie begeistert davon. Und ach, das siehst du, Unterstützungslevel. Da wäre sie dann schon am besten dafür, ne? Aber sie hat man ja eigentlich auch schon. Ja, machen wir euch beide. Ziele war ja das. Wochenunterricht. Tell me something. Bald habe ich alle Gerichte im Speisesaal ausprobiert. Was soll ich dann nur tun? Muss ich wieder und wieder die immer gleichen langweiligen Gerichte essen? Ich schlage ein neues Gericht vor. Makes sense to me. Motivation verbessert. Was du das sehr so macht, wirst du zu einem Besuch aufbrechen? Okay. Well, I had fun today. Of course, you want to see me again, yes? Hä? Of course. I'd love to, Dorothea. Well, until we meet again. Oh, hello, Professor. Were you watching that? Gestern war es jemand anders. Yes. Is there a problem with that? Look, I know what I'm doing. My claim as a diva won't last forever, after all. I must look to the future. As a man, you may not feel so rushed about these things, but I know my beauty will eventually fade. Das Alter bereitet mir schon Sorgen. Das stört mich nicht im geringsten. I wish I could be that easygoing. Anyway, I'm not just playing games with these boys. This is for my future. You have no right to object. I very much want to find a good partner here at the Academy. Someone who will take care of me for the rest of my life. Ist das wirklich das, was du möchtest? Finding someone to take care of me? Of course it is. Who could ask for anything more? Anyway, I value your opinion, Professor, but I won't have you interfering with my life plans. Unless you'd like to take care of me into my old age. That'd be something, eh? How about it, Professor? Soll ich da klar machen? Ich würde fast am liebsten da klar machen, aber ich habe nicht gespeichert vorher. Mal schauen, wie sie darauf reagiert. I wasn't. You aren't being serious, are you? I was just teasing. Or did you really just consider spending your whole life with me? If you did, that actually makes me. It makes me happy. I had no idea you might look at me that way. You've gotten awfully quiet. You might even be blushing a bit. Have I embarrassed you? If so, I'm very, very sorry. I should be going anyway. I'll see you later, Professor. Du bist still geworden. Ist doch nicht so, dass ihr habt deine Unterstützung Level C erreicht. Aber die Motivation ist gestiegen. Aber sie ist schon ein bisschen drauf, ne? Wer hat Geburtstag? Lorenz. Ich hab doch schon wieder vergessen, wer das ist, Alter. Ah, verdammt. Dem wollte ich eigentlich nichts geben. I will not be a burden.
I will be doing my best for Lady Edelgard. Don't worry, Petra. There is no use in fearing failure. It is my duty to help others when necessary. I have sorrow, Lady Edelgard. We did not achieve a good result. Worry not, Petra. At least we completed our task. Gut, ihre Schutzgewalt ist gestiegen. 500 G erhalten, Veredelungsstein erhalten. I won't forget all I've learned. Bataillonsvorteile lernen. How long will this take? Oh, I see now. One step before the next step. Okay. Mit dem sind wir überall auf C. Wir haben schon drei Stück auf C. Schwertkampf. Magie. Wobei das auch wieder bloß Glaube und so ist, ne? Ist das jetzt wieder einfach nur ein freier Tag? Scheinbar echt. Seminar, Kampf. Kampf? Was gibt's denn da? Kampf auf dem Plateau. Kampf im Königreich. Warte mal. Besiegt den Banditen im Königreich. Empfohlen Level 5. Besiegt den Banditen auf dem Brione-Plateau. Der Magdred-Hinterhalt. Nicht so lange als Nachhut warten sie keine Kampf noch. Der dichte Nebel der Magdred-Straße bereitet ihnen Unruhe. Ja, haben wir die dann schon mal gemacht? Das andere war, glaube ich, Übungsding, ne? Das heißt, wir haben das nur nie gemacht. Und warum das da? Aktivitätspunkte kostet 1? Dann kann ich das da einfach so machen, oder was? Wir gehen jetzt einfach mal rein und probieren mal was aus. Naja, ich kann das speichern. 3 Stunden, 4 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden. Was ist jetzt los? Ach Gott, ja. Das ist ihr Ding. Kampf im Königreich, Weiße Wolken, Kapitel 3, Meuterei im Nebel. Achso, das ist das da. Ja, mach einfach los. Alle Gegner werden besiegt, alle deine Einheiten werden besiegt. Heißt es, ich muss verteidigen? Alter. Okay. I will prevail. Warte mal, wo ist denn? Dem habe ich auch ein Schild gegeben. Also haben die wirklich jetzt die Schilder so? Oh no. Warten. Also du gehst mal dahinter. Strateg, man. Das ist dann Laufen, ne? Na, warte mal hier. Na, gehst du da hier warten. That's my cue. Put me in there. Ja, aber jetzt greifen die an, ne? Oh, warte, das ist ein Bogenschütze. Ja, da könnte ich wenigstens hingehen und den... Ah ja, aber dann kommen die anderen her, ne? Wobei, da wäre wenigstens... Verteidigung plus 1. Stay focused. Na gut, wir haben ihn zum Heilen, ne? Wen haben wir noch? Den da. Was? Ferdinand mit der lauter Eier? Ja, ich hab wieder vergessen, dass diese Säcke zweimal zuhauen dürfen. Warum darf die zweimal zuhauen? Das ist doch scheiße. Alter. Stimmt, die habe ich abgegradet. Sie fällt mir gerade ein. Es ist dein scheiß Ernst, dass du da durchschießen kannst? Der steht hinter einer Wand? Das macht doch gar keinen Sinn. Angreifen.
Vergangenheit. Tja, blöd gelaufen, ha? Stirbt er dann? Nein, stirbt er nicht. Kampftechnik, Sturmlanze. Da ist er dann weg. You should be honored. Sehr gut, Level 3. This can't be right. Hä, das kann nicht sein. Bist du nicht begeistert dafür, dass du überlebt hast? Each battle a chance to grow. Und Stufe 6, Mann. So, und jetzt kriegt erstmal der Typ eins kräftig auf die Nuss. Oh, selbst mit einer normalen Axt ist er gleich im Arsch. Okay. Aber weißt du, was du machen kannst? Du kannst mal daher gehen. Unterstützung. Hä? Ach so. Das ist Purgativ. Kann es sein, dass ich denen die Dinger gar nicht ausgerüstet habe? Alter, ihr verarscht mich gerade, oder? Ich hab doch bei dem... Ja, egal. Geh daher, Unterstützung, Heilung. Wobei, so viel hat die gar nicht verloren, sehe ich gerade. Das wäre bei den anderen wahrscheinlich gescheiter aufgekommen gewesen. Aber hey, jetzt auf Level 2. Da greifen sie an, dann gehen wir daher. Warten. Warten. It's still raring to go. Was müssen wir eigentlich machen? Alle umbringen? Oder nur den Typen da oben? Da kommt der Typ her. So, jetzt sind die Gegner dran. Alter, was? Drei auf einmal? Okay, das könnte jetzt funny werden. Das heißt, mit dir daher? Warte mal, was ist mit den Strategen? Ich weiß gar nicht, wählt ihr das dann erst aus? Ich hab Angst. Okay, den haut aber nicht ganz weg, ne? Eine gute Firma Heilung. Put me in there. Right makes might, right? So, dann haben wir sie. Kann da aber von da auch nicht, ne? Ich würde es jetzt. Na gut, wenn ich sie da hinschicke. Kampftechnik. Ach so. Donner. Die Hälfte. Da verliert sie aber auch was. Na, die kann da gar nicht hin. Wenn ich jetzt dahin gehe. Genau. So, dann haben wir noch. Du kannst da reingehen. Warte mal, jetzt wenn wir mit dir dahergehen, kannst du mit deinem Kampftechnik, Schweifschuss, Steilbogen. Ach warte, ich kann auch schräg schießen, dann wäre der weg. So, dann gehen wir mit unserem Ferdi daher. Ah, dann würde er überleben, du elender Sack.
are nothing. Und er ist auf 4. Das ging jetzt aber ziemlich zügig. Dann gehen wir mit dir daher angreifen. Morast B. Ah, scheiß drauf. Einfach drauf. Und auf 4. Gefällt mir, dann gehen wir lieber so rum. Unser Heilerboy kommt da auch her. Unterstützen, Purgativ. Ja, mach ihn. Ja, schön herkommen, alle, schön herkommen. Okay. Scheiße, der kommt gar nicht bis dahin, ne? Aber bei dir kann ich mit dem Angreifen Langspeer. Alter, es sieht ja gar nichts ab. Du kommst auch nicht. Ah, warte mal, aber du kannst bis daher. Mach mal das lieber anders da. Kampftechnik, Schweifschuss, Stahlbogen. Ah, sehr schön. Sie ist mein Liebling, hey. Angreifen, Stahlschwert. Weg mit dir. Autorität Level 2. Übung macht den Meister. Wow, was für ein... So, dann gehst du daher. Angreifen. Miasma. Ja. Dann, wenn ich jetzt mit dir dahergehe. Angreifen drück. Stahlschwert. Alter, du besiegst den ja nicht mal. Kampftechnik. Zornerschlag. Stahlschwert. Ah. I've got many skills now. Ja, genau deswegen wollte ich das, damit ihr aufsteigt. Kannst du von da aus angreifen? Wie weit kommst du nur bis daher? Oh, der greift dann das nächste Sie an. Finde ich gerade nicht so geil. Aber dann gehst du einfach davor und wartest und blockst es, während du dahin gehst und ihn spaltest. Oh, das wird ein Crit. Yes! Zack, Mann. Auf Stufe 6 und der beißt ins Gras. Was wollen wir mehr? Haben wir noch wen? Wir können mit dir noch laufen. Ja, da gehen wir daher. Unterstützung, Heilung. Thank you. Mehr wird's gar nicht. Ja, das ist der falsche. Ja, aber warte, aber der hat einen Haufen Magie noch übrig, also passt schon. Autorität Level 2. Warte mal, nee, das sollten wir immer anders dann machen, ne? Dann überlebt der Wurfbeil. Überlebt er auch. Alles. Zornerschlag, Spalter, tiefer Fall. Das kostet. Zornerschlag kostet 3. Ja, gut, mach dann weg. Und sie ist auf 4. Sehr gut, was wollen wir mehr? Das heißt, du kannst dann daher. Da reicht dann auch der Eisenbogen.
This was beneath me. Unterstützen, Plakativ. Thank you. Okay, da kommen bloß die zwei. Gehen wir da hier warten. Oh, wie sie schon freiwillig zu mir kommen. Kann ich von hier aus? Nee. Aber du kannst doch von hier aus Kampftechnik. Pikachu Donnerschlag. Ich wär's nicht leid, das zu sagen. Und sie ist auf 5. Jetzt wird doch dann langsam die ganze Gruppe auf 5, oder? Goldbeutel halten. Ah, der überlebt es sogar, der Sack. Ah, okay, dann nehmen wir halt die Stahlaxt, Mann. Ist eigentlich egal, warte mal, dich brauchen. Du bist auf 3. Oh, der ist auf Level 2 nur. Kann er sich eigentlich selber heilen? Ja, egal. Ja gut, jetzt können wir eigentlich. Was? 2 Angriffe, du elender Mistkerl! Ah, der kommt gar nicht hin. 5, 6. Kommst du auch nicht hin? Hast du irgendwas zum Angreifen? Ich dachte, der hat auch einen Strategen, Mann. Ernsthaft? Das komplette Ding für einen? Bataillon Level Up! Sauerstoff 4. Ja, gut, scheiß drauf. Angreifen, Eisenaxt. Alter, Übungsschwert macht halt echt keinen Schaden, ey. Winning's always nice. 1600 Gold erhalten, Schwarz und Stahl. Kampf im Königreich. Held ist was? Okay, das haben wir ja gemacht. Da ist empfohlen Level 7. Freien Tag beenden und zum Kloster zurückkehren. Was? Warum tue ich dann den freien Tag beenden? Warte, wenn ich jetzt kämpfe, gehst du in die freien Tage weg? Das ist nicht euer Ernst, oder? Ich mach das mal. Wie oft den Kampf ziehst du oder angezeigt? Aktionen, wenn du spielen schwierige normal spielst, erscheinen optional Kämpfe, die keine Aktivitätspunkte verbrauchen. Ey, komm, ich hab doch jetzt keinen ganzen Tag verbraucht dafür, oder? Ey, das wäre totaler Bullshit. Ey, ist halt ernsthaft so. Wow. Kann ich
kann. Ich warte mal. Ah! Warte mal. Kurze Pause. Okay, da bin ich wieder. Also ich habe jetzt nachgeschaut, es ist halt wirklich so, du kannst immer nur eins von den Sachen auswählen. Erkunden, Seminare, kämpfen und dann ist der Tag rum. Heißt natürlich jetzt, wir müssen immer mal genau schauen, was wirklich machen, was wir machen wollen. Wollen wir die Schüler motivieren, wollen wir hier was machen, wollen wir Aufgaben. Ich habe jetzt auch geschaut gehabt, wenn ich auf Erkunden gehe, da war nichts mehr. Da konnte ich keine Aufgaben machen. Das heißt, so komplett freie Tage sind wahrscheinlich dann besser, wenn ich dann hier irgendwas mache. Jetzt haben wir hier noch eins. Das machen wir jetzt auch noch. Ich meine, das Spiel ist ja auch ein Strategiespiel, also müssen wir schon was machen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich unten diese... dieses Männchen steuern kann. Meuterei im Nebel. Einheiten. Achso, so kann ich welche rausnehmen. Eingesetzt 10, das heißt, ich müsste mir noch Charakter holen, damit ich 10 einsetzen kann. Karte. Alter! Hey, warte mal, ist das nicht... das ist doch dieselbe Karte, wie wir schon mal hatten. Nur, dass da jetzt... okay. Los. Schlacht beginnen. +1 Verteidigung. Stay focused. As you wish. Wir müssen schauen, dass wir... da gehen sie auf die Edelgard. Dass die uns nicht angreifen können. Weil wir lassen sie zuerst zu uns kommen. Das wäre ja Schwachsinn, wenn wir die angreifen und dann voll ins Kreuzfeuer geraten. Weil ich meine, so können wir sie locker wegsnacken, Alter. Kannst du eigentlich angreifen? Angreifen? Ja, ein Wind oder Nosferatu. Dann haben wir sie. Angreifen, Donner. Und sie ist auf 6. Dann haben wir ihn. Ja, mit ihm dahergehen. Angreifen. Morast. Wobei, was macht Morast eigentlich? Reichweite 1 bis 3. KP plus 5. So, und jetzt können wir draufhauen. Es reicht alles nicht. Put me in there. Alter, warum halten die so viel aus? Aber der nicht. Und dann macht er noch einen Crit, ey. So, dann haben wir noch unsere Edelgard. Nein, nicht Stahlaxt. Oder war der reicht die Eisen auch? Ja. So können wir das ein bisschen beschleunigen. Also sie ist schon auf 8, ne? Bataillon-Level ab. Und dann haben wir ihn noch. Reicht auch. Sehr gut, dann kommen noch unsere Leuchtchen langsam ein bisschen hinterher. Warum hat denn der Schaden? So. So, so. Ah,
Ah, jetzt haben wir einen Haufen Leutchen hier. Okay, so. Kann ich angreifen? Ah, sie kommt halt nicht hin, ne? Aber dann ist jetzt er weg. Greifen sie sie an, ne? Machen wir Kampftechnik, Schweifschuss, Eisenbogen. Ja, sie können wir ja dann einfach wieder hochhalten. Schon ist sie auf 7. Dich noch. So. Angreifen. Eisenschwert. Ja, dass das immer nie reicht. Auch nicht. So angreifen. Es will echt wenig abwehren. Ah. Mach mal, geh mal du daher. Ah, Kampftechnik. Angriff 23. Reicht halt nicht. Alter, zweimal? Und er ist auf 4. So, mit dir jetzt Kampftechnik, Sonnenschlag, Stahlschwert.